Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, Scheiße! Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Liebe dich. Agent Ellie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis wird, wie man diese Marder-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rose, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shop in 5, 4, 3, 2, 1. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Dann ist er die Reste davon. Rose, ich seh's! Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rose, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter. Sind das Barken? Moment. Nein. Mine! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Bringen Sie uns raus! Am Hauptsektor bewegen! Es geht nicht!
versuchen, ihn von hier aus loszulösen. Okay, ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Nur Minen! Minen! Isaac! Wo sind Sie? Ich komme! Halten Sie durch! Langsamen. Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Nur Minen! Minen! Isaac! Wo sind Sie? Ich komme! Halten Sie durch! Ja, glauben Sie, es ist Luft an Bord? Alles SOS kommt irgendwo von drin. Ich hoffe es also. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. Luft und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Immer schwerer. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Halt, Isaac! Kommen Sie zur Tür, ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir.
Isaac, Ellies SOS kommt von weiter drinnen im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Bitte sehr, und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Schott geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Bessere Waffe als die machen. Gute Idee.
Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter, sind das Barken? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Bringen Sie uns raus! Am Ausweichtor bewegen! Es geht nicht! Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Auskunftsvektor. Rose, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shop in 5, 4, 3, 2, 1. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Dann ist er die Reste davon. Rose, ich seh's! Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das... Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, Scheiße! Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Du schenkst ihm Soldaten. John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Liebe dich. Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis wird, wie man diese Marder-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern.